Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation. Und wir spielen hier weiter, obwohl wir die ganzen Plakate schon abgerissen haben, aber scheinbar wurde das nicht gespeichert. Also reißen wir die nochmal ab. Klingt irgendwie logisch. Was blinkt denn da? Achso, Partikeleffekt. Ja, ich habe jetzt auch nach der letzten Session, wo das so schön geruckelt hat, habe ich mir gedacht, baust du mal eben noch eine Festplatte ein, eine andere, die schneller ist, und formatierst die um, damit das etwas flüssiger von der Hand geht, oder formatierst die erstmal neu, und das habe ich auch gemacht. Und bis jetzt kann ich alles noch flüssig aufnehmen. Die Frage ist halt, wie lange. Genau. Wir sollten zur Mission. Was ist das denn hier für einer? Ein Schmuggler? Oh, der Troussard! Ach, den kann ich nicht mehr bestehen, okay. Oh. Okay. Vielleicht sollte ich nicht die Arme klauen. Weil wir ja eigentlich ja für Freiheit und so weiter kämpfen und... Ja, da ist so Arme klauen... Passt ja nicht so ganz in das Konzept von Assassin's Creed rein. Also, neue Regel, wir beklauen nur die Reichen. Ganz einfach. So. Und mal was ganz am Rande. Ich bin ja stolzer Besitzer einer AMD-Grafikkarte und eines AMD-Prozessors. Naja. Stolz, naja. Und AMD hat ja jetzt so schön diese neue Schnittstelle rausgebracht. Mantle. Also, ich weiß nicht ganz, ob die so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, aber auf jeden Fall habe ich bei mir, wenn ich jetzt Battlefield spiele, nur flackernde Texturen und so weiter. Also, das sieht überhaupt nicht schön aus. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Oder ob das jetzt nur daran liegt, dass ich eine etwas ältere Grafikkarte habe, nämlich die 7970. Über uns ist irgendwo etwas, was ich haben möchte. Oder in diesem Baum. Wahrscheinlich auf diesem Baum. Ja. Ah. Wieso kann ich da nicht hochspringen? Ja, so geht's auch. Die Genialheit wird immer durch menschliches Versagen optimiert. So, sag jetzt nicht, dass ich einmal komplett... Achso, da ist noch eine Umkleidekabine. Gut. Also ich bin nicht umsonst hier rumgelaufen. So. Dann springen wir mal eben hier hoch. Ja, man kann ja so viel sehen. So, und wir suchen einen gewissen Herr Lehrer, der da ist. Mal gucken, was er uns für uns hat. Agathe, ich habe getan, was du wolltest. Der Betrüger ist tot. Er arbeitete für De Ferrer. Was hast du noch erfahren? Nur, dass er dich aus deinem Versteck locken wollte. Seien wir dankbar, dass es nicht dazu kam. Sonst wäre die Bruderschaft. Denken wir nicht dran. Du hast das Wespennest im Bayou ausgeräuchert.
Zumindest fürs Erste. Der Ferrer schlägt sicher zurück. Habe ich nur das Gefühl. Die Erkenntnis, dass er gerät. Boah, Lesekunst hier für Dings. Die Erkenntnis, dass Antons eben ihre Mütter und Jane kannte und er ihr das jahrelang verheimlicht hatte, führte zu einer angespannten Beziehung zwischen Mentor und Schützling. Nun da Ferrere wieder in New Orleans ist, verdoppelt Evelyn ihre Bemühungen, die Bürger zu schützen. Ende. Unser Haus. New Orleans. 3 Jahre sind vergangen. 1786. Die Kolonie wird an Spanien übergeben. Gut, wieso bin ich jetzt wieder die hübsche Frau? Die will ich gar nicht sein. Ich möchte keine hübsche Frau sein. Also da oben. Schade. Da ist eine Umkleidekammer. Ich wette, ich muss aber gleich zu hübsche Frau werden. Deshalb bin ich einfach so zu Mist. Ich gehe in die Umkleidekammer. Mademoiselle? Wieso sind denn hier überall Blockaden? Ist das nur, um mich zu ärgern? Ja. Ich stecke den Kopf, den Hut in den Kopf. Wie bei Iron Sky mit dem Schuh. Komm, Assassinen, Sklaven. Lass mal. Ich kann nur die Dame sein. Oh, nee. Okay. Dann bin ich halt die Damen. Die Damen. Ich bin die Damen. Na, hallo. Nein. Ich sehe es ja. Also, wenn ich eine Truhe im Vorbeigehen sehe, dann raube ich die natürlich mit aus. Oder ich laufe extra dahin, um die auszurauben. Eher gesagt, ich entdecke ihre wunderbaren Geheimnisse und nehme sie mit. Ich glaube, das trifft es eher. Und was hast du mir zu sagen? Senorita. Bonsoir. Ich bin eine Freundin von Kapitän Dominguez. Ist er an Bord? Zu dieser Stunde. Der Kapitän ist in der Taverne. Sonst. Vielen Dank. Okay. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich in einer Taverne. Enchanté de vous revoir. Boah, was ist hier los? So viele Straßensperren und so weiter. Hier unten. Ach, da ist der Kapitän. Ja. Hier so viele Straßensperren zu. Farewell, and adieu to you, best Paris ladies! Farewell, and adieu to you, das ist das Einzige, was ich bin! Ich bin Carlos Dominguez! So sieht man sich wieder. Ach ja? Ihr drei kommt mir bekannt vor. Doch ihr seid alle in meiner Kabine willkommen. Ich bin Manns genug für. Ich glaube nicht. Oder wir vergnügen uns gleich hier. Wisst ihr etwas über Rafael Joaquin de Ferrer? Ich fürchte, er ist nicht eingeladen. Was habt ihr mit ihm zu schaffen? Er zahlt für einen Transport hin und zurück nach New Orleans. Das ist alles. Ich transportiere Dinge gegen Bezahlung.
Dinge bezahlt. Transport bezahlt. Hin und her. Und her und hin. Was hat er vor? Warum New Orleans? Ich weiß es nicht. Senor de Ferrer ist ein sehr, sehr verschwiegener Mann. Hab Dank für eure Zeit, Kapitän. Den hat's erwischt. Ja, es ist mir heute auch passiert. Entschuldigung mal kurz. Ich habe mir aber schön was eingefangen. Naja, auf jeden Fall ist heute Morgen... ich muss zu wieder zurückkehren, okay. Heute Morgen meine vorletzte Fahrstunde vor der Prüfung morgen zum Autoführerschein gewesen. Und ja, ich steige ein, fahre schön aus der Fahrschule raus. Und wer kommt mir entgegen? Genau auf der Straße. Einer mit einer Flasche in der Hand, der nicht mehr gerade gehen kann. Ich würde sagen, das sagt alles, wie heute die Fahrstunde verlaufen ist. Philippe treffen. Wo bist du denn, Philippe? Komm zu mir. Da bist du nicht. Philippe ist ein Stockwerk höher. Ist das nicht unser Vater? Aveline, auf den Beinen, immer unterwegs. Doch inzwischen zu Hause, Papa. Monsieur Blanc sagt, du erweist meinem Geschäft große Dienste. Unserem Geschäft. Denn eines Tages erbt es dein Ehemann. Oh, Papa, du weißt, ich kümmere mich lieber um mich als um einen Mann. Genauso stur wie deine Mutter, Jean. Wenn sie dich nur sehen könnte. Kann sie nicht. Nein. Aber vielleicht bist du nun alt genug. Es ist nicht viel, nur eine Seite. Aber aus ihrem Tagebuch. Bitte nimm sie. Mama. Vielen Dank, Papa. Wieso musste ich jetzt die Seite nochmal nehmen, obwohl er mir die gegeben hat? Logikfehler. Na? Ist das unser Zimmer? Ich glaube ja. Wäre so cool, wenn man sich jetzt hier aufs Bett legen könnte. Und wir beginnen dann mal die nächste Erinnerung. Papa, du hast mich erschreckt. Ich wollte nicht stören. Deine Musik ist atemberaubend. Du könntest jeden Mann damit betören. Du schmeichelst mir zu sehr, Papa. Die Ehre gebührt meinem Lehrer. Ich bin nur ein Instrument seines Willens. Wie gesegnet wir sind mit einer Tochter, die ihre Talente friedlich einsetzt und nicht wütet in den Straßen von New Orleans. Es gibt so viele Unruhen seit der Ankunft der Spanier. Nun, ich will dich nicht vom Üben abhalten. Ich habe eine Nachricht von Monsieur Blanc. Wenn du Zeit hast, hilf ihm bitte am Lagerhaus. Aber sei dann schön vorsichtig. Die Straßen sind nicht sicher für eine Dame. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich weiß, dein Charme und deine Anmut sind deine Rüstung. Okay, scheinbar hat sich wirklich was verändert und... Die Spanier... sind zum Problem geworden.